München war so eine Kunst- und Kulturmetropole, wo das pulsierende Leben war, wo viele Künstler und Studenten unterwegs waren. Ein liberales, offenes Klima herrschte dort. Und deswegen wurde auch der FC Bayern im Café Gisela genau im Herzen der Stadt gegründet, am Wittelsbacher Platz. Und heute erinnert daran eine Stele, genau an dem Ort, wo früher dieses Café sich befand und wo jetzt Siemens sitzt. Werner von Siemens war einer der wenigen Menschen, der auf der einen Seite ein visionärer Erfinder war, vielleicht auch Tüftler, auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch ein sehr organisierter Unternehmer. Also 1847 habe ich ihn natürlich nicht kennenlernen können, aber was ich gehört und gelesen habe, war er einfach ein Pioniergeist, der in der Elektroindustrie Meilensteine gesetzt hat, mit einem kleinen Startup in Berlin begonnen hat und daraus ist ein riesiger weltweiter Global Player geworden. Ihm war beides wichtig. Auf der einen Seite der unternehmerische Erfolg, auf der anderen Seite aber auch der Erfolg der Mitarbeitenden, weil er wusste, er muss sich auf sie verlassen können, um das Unternehmen groß machen zu können. Eine Firma kann nur dann erfolgreich sein, wenn sie auch eine familiäre Atmosphäre schafft, dass die Leute, die dort arbeiten, sich wohlfühlen. Werner von Siemens hat geschrieben, für den augenblicklichen Gewinn verkaufe ich die Zukunft nicht. Und die Gründer des FC Bayern, die haben eben auch ähnlich groß gedacht. Die haben nicht an den kurzfristigen Erfolg geglaubt, sondern es ging immer darum, Titel zu gewinnen, um ein größeres Ziel zu erreichen. Der Franz John, der Gründer des FC Bayern, hat gesehen, was für ein Potenzial in diesem Sport steckt, wie viele Menschen dieser neue Sport begeistert. Ich glaube, dass so eine visionäre und unternehmerische Grundhaltung den FC Bayern mit Unternehmen wie Siemens sehr, sehr stark verbindet. Und dass starke Präsidenten wie zum Beispiel ein Kurt Landauer, ein Wilhelm Neudecker in den 60er, 70er Jahren oder dann natürlich auch ein Uli Hoeneß wie Unternehmer agieren und handeln durften. Und die reihen sich, glaube ich, sehr, sehr gut ein in die Reihe einer Persönlichkeit wie Werner von Siemens. Anfang der 60er Jahre wurde professioneller Fußball in Deutschland eingeführt und die Bundesliga gegründet. Und der FC Bayern, der war da nicht dabei. Und der frühere Präsident Neudecker hat gekämpft wie ein Löwe. Dann kam die allergrößte Enttäuschung. Der FC Bayern wurde nicht in die Bundesliga aufgenommen. Die endgültige Absage, dass der FC Bayern nicht in der Bundesliga dabei ist, die kam durch ein Telex-Gerät von der Firma Siemens. Als dann diese Absage kam und Wilhelm Neudecker vor diesem Telex-Gerät stand, hat er relativ schnell sich gesammelt und einen neuen Plan gefasst. Er sagte nämlich dann, der FC Bayern muss der größte Sportverein in Deutschland werden. Ohne diese Absage wären vermutlich Talente wie Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier nie zum FC Bayern gekommen. Und sie bauten dann eine komplett neue, junge Mannschaft aus jungen Talenten auf, die den deutschen Fußball darüber hinaus über Jahrzehnte eben prägen sollte. Prozent aller Einnahmen in den 60er Jahren kamen noch aus dem Verkauf von Zuschauertickets. Je größer, je besser, je komfortabler und moderner das Stadion, desto mehr Einnahmen und desto mehr Wettbewerbsfähigkeit auch für den Club auf dem Platz. Wenn wir uns das Olympiastadion angucken, der eigentliche Anlass, warum das Stadion gebaut wurde, waren ja die Olympischen Spiele 1972. Siemens hat sich schon ein paar Jahre vorher mit der Stadt München und verschiedenen Partnern zusammengesetzt und überlegt, wie können wir dieses Stadion so ausrüsten, dass es eben zu der Zeit das modernste der Welt im Grunde wird. Endlich ein großes Fußballstadion mit moderner Infrastruktur, moderner Technik. Wir haben uns einmal um die Beleuchtung gekümmert, Datenverarbeitung geliefert. Wir haben aber auch dafür gesorgt, dass auch später dann zum FC Bayern die Fans hintransportiert werden konnten. Quasi ein rundum sorglos Paket für das Stadion, das Siemens da geliefert hat. Als auch Uli Hoeneß als junger Spieler das Olympiastadion zum ersten Mal betrat, da sah er schon auch das Potenzial und die Möglichkeiten, die man vielleicht mit diesem Stadion und dem Fußball noch weiterentwickeln kann. Es war von der Atmosphäre her ein Traumstadion. Ich habe die zwei ersten Spiele, die da stattgefunden haben, beide mitgemacht. Mit diesem großen Stadion, das ja immerhin mehr als doppelt so groß war als das Grünwalder Stadion, konnten wir doch eine ganze Menge anfangen. Und als wir dann die Allianz Arena hier bauen konnten, 2005, da waren wir natürlich am Ziel unserer Träume.
Das war immer so ein bisschen mein Traum, mit der örtlichen starken Industrie im Gespräch zu sein und auch zusammenzuarbeiten. Uli Hoeneß hat sich dann für den FC Bayern auf die Suche nach starken und globalen, international agierenden Partnern gemacht, um in diesem verrückten Fußballmarkt überhaupt noch unabhängig bleiben zu können. Und was ist denn naheliegender, als sich eines der größten und stärksten Unternehmen in München als Partner zu suchen, um gemeinsam vielleicht Dinge zu bewegen und voranzubringen? Siemens-Lösungen arbeiten oft leise und im Hintergrund. Und ist die Allianz Arena ein ganz gutes Beispiel dafür? Wir können stolz sein, dass wir hier in München eine Firma haben, die so überragende Arbeit hier an beiden Stadien mitgeleistet hat. Das Allerschwierigste ist, oben zu bleiben. Und das kann man nur machen, wenn man das, was man macht, liebt. Das ist ein permanenter Kampf. Und diese Herausforderung anzunehmen, das ist die Kunst. Wenn wir unsere Innovationskraft behalten, das heißt, wenn wir uns immer wieder selbst hinterfragen und überlegen, was sind die drängenden Fragen? Ich glaube, dann muss man sich um Siemens keine Sorgen machen, auch für die nächsten 175 Jahre.